Moin, meine Freunde, willkommen zu den LOL-Trend, ja, dem besten Format auf Knuddelt und StudiVZ. Tja, und im Intro konntet ihr die, ja, ich sag mal, Mechanik der Woche sehen, dazu kommen wir aber noch später. Tja, und der aktuelle Patch ist ja draußen und das bewirkt leider ein kleines Problem. Denn die Statistikseite und so weiter hassen es, wenn gepatcht wird. Das bedeutet, das Abrufen von Daten von Riot ist blockiert. Ich kann leider keine neuen Statistiken abrufen, erst in der nächsten Woche. Es tut mir auch ein kleines bisschen leid. Deswegen müssen wir uns auf Dinge verlassen, die aber immer noch Bedeutung haben. Und damit kommen wir auch zum Champion des Patches und das ist der gute Gragas. Na, der wurde ja ganz gut überarbeitet und mittlerweile ist er von der Competitive Scene nicht mehr wegzudenken. Gerade wenn die stärksten Jungler wie Nidalee oder sowas gebannt werden, ist Gragas immer wieder eine gute Option und vor allen Dingen, wie ich schon vor 100 Jahren in einem Video mal erklärt habe, der bessere Lee Sin. Denn er hat wirklich sehr, sehr stark Sustain. Er bringt super viel AOE-Schaden mit und vor allem mit einem hohen Burst-Anteil. Und seine Fässer, Bauchhammer und seine Ultimate sind natürlich sehr, sehr disruptiv. Er bringt einfach alles mit, richtet aber währenddessen sehr viel Schaden insgesamt an. Ich persönlich bin dabei auch ein Riesenfreund vom Runic Echo, beziehungsweise von diesem Item-Build. Im Prinzip kann man noch immer auf den Glutkoloss setzen, na, das ist so die sichere Variante. Aber mit dem Runic Echo lebt man quasi nach dem Motto High Risk, High Reward. Denn mit diesem Item macht er am Anfang, holy shit, den übelsten Damage. Total unnormal, sehr starke Ganks, sehr destruktiv in der Ultimate, das bedeutet, du kannst Leute zu dir schleudern, die LCS, die Interdict Stream Masters, überall wird's vorgemacht. Gragas ist nicht mehr wegzudenken. Die einzige Problematik, die er mit dem Runic-Build hat, ist die Tatsache, dass er vergleichsweise weich ist, also er kann noch abgeholt werden. Und das finde ich balance-technisch gesehen sehr gut, okay? Spielst du gut, wirst du mit übelst viel Schaden belohnt, spielst du super dämlich, bist du sofort tot. Das Ganze wird auch im späteren Spielverlauf von Gragas aber so ein Stück weit angepasst. Das bedeutet, er holt sich mehr Tankiness, gleicht also seine Weichheit so ein Stück weit aus, aber sein Schaden geht auch entsprechend zurück und er kann sich dann aber auf die CC verlassen. Gragas für mich persönlich ein Champion, der, wenn er nach vorne kommt, super stark ist und wenn er mal nach hinten fällt, immer noch die Möglichkeit hat, mit der CC zu glänzen. Ein übelst sauberes, schönes Allround-Paket. Definitiv Champion des Patches. Die Frage ist natürlich, wie lange das bleibt, wenn jetzt hier Kollegen wie Javan oder sowas dazukommen, aber das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche dann sehen. Wir werfen zunächst erstmal einen Blick auf den Increase der Woche und das ist die gute Kayle. Die ist da schon länger dabei, war auch schon mehrmals bei der Overall-Performance ganz weit vorne. Aber Kayle ist ein Champion, den man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte. Und es gibt, denke ich, einen kleinen Teil, der wirklich sehr, sehr gut spielt und gerade diese Werte nach oben treibt. Denn Kayle hat den großen Vorteil, dass er wirklich der Hybrid schlechthin ist. Der Damage ist einfach godlike verteilt. Denn mit dem Flammschwert wird sie auf der Toplane, aber auch in der Midlane zu einem übelsten Bully. Außerdem kann sie noch das Rageblade bauen, was noch nicht genervt wurde, was auch übelst stark auf ihr ist. Und sie bringt dann eine gesunde Mischung aus der Tech-Speed und AP mit, was das Item natürlich begünstigt. Der Todesstoß wird dem Gegner aber dann versetzt, wenn man auf die Masteries schaut. Denn da hat sie sehr, sehr häufig das Pharaoh of Battle mit drinne und damit hast du keine Chance mehr. Du kriegst von der Kayle einfach den übelsten Schaden des Todes. Sie kriegt die Stacks auch relativ schnell zusammen und du hast keine Ahnung, wie du gegen sie itemisieren sollst. Denn du brauchst wirklich eine gesunde Mischung aus Rüstung und ebenfalls natürlich aus Magieresistenz. Denn im späteren Spielverlauf wird es schwierig, sie zu töten dank der Ultimate und ihr Base Damage ist retarded, okay? Der ist extrem hoch. Im Prinzip hat sie auch keine direkten Nachteile, außer dass man sie viel praktizieren muss. Denn gebannt wird sie definitiv nicht. Ihr Item-Build ist sehr sparsam im Vergleich. Aber es bedarf ein gutes Timing, was die Ultimate und was die Möglichkeiten von Engages angeht. Na, du musst wissen, wann bin ich jetzt mit dem Flammschwert OP und wann nicht. Sonst ist sie aber ein Champion, wo du ab der 30. Minute keinen Spaß mehr gegen hast. Kayle ist einfach brutal und... Es ist ein Schläfer. Okay, es ist ein übelster Schläfer. Schön, kommen wir nun zur nächsten Kategorie und zwar Back to the Release. Und heute wollen wir uns mit Singed beschäftigen. Und dieser Champion, schon bei der Recherche, habe ich die Nostalgiewelle des Todes abbekommen. Denn der gute Singed war in der Season 1 und auch in der Season 2 mein Main. Martin habe ich gezockt wie blöde, deswegen kann ich auch nicht farmen, okay? Ich habe damals nur mit dem Q gefahren, nur mit dem Gift. Terrible deswegen. Aber Singed ist ein Champion, wo ich weiß, dass ich immer Spaß am Spiel hatte und damals noch eine ziemlich angenehme Laning-Phase gegen wirklich viele. Heute ist es undenkbar, okay? Heute wirst du als Singed oben gefoltert. Aber damals war seine Ultimate wirklich Programm, denn die Insanity Potion, holy shit. Die hat ja damals einfach alles gegeben. Denn Singed hatte nicht nur abartige Base-Werte, was seine Spells angeht. Also das Gift war sehr hoch und natürlich das Fling. Im Prinzip waren auch seine Spells leicht, aber der Damage war einfach ridiculous hoch. Tja, und richtig gestört war seine uralte Ultimate. Denn heute gibt es ja immer noch Rüstung, Magieresistenz und AP. Damals hat sie aber auch Attack Damage und Attack Speed gegeben.
Diese beiden Werte wurden dann später sogar runtergenommen und durch Crowd-Control-Reduzierung ersetzt, was ich auch ganz cool fand. Aber damals hast du mit Singed in den Tower gepusht, Ultimate gedrückt und hast den Tower weggeballert. Du hattest einfach übelst hier Attack-Speed und Attack-Damage für 25 bis 30 Sekunden. Je nach Patch so ein bisschen. Aber es ging einfach ultra lange. Aber Vayne hat sich gedacht, ja nice, was ist denn meine Ultimate dann? Das war einfach insane. Und ich kann mich dann noch gut an meine Studienzeit erinnern, wo ich das ein oder andere Mal auf einer Party war. Und dann natürlich in einem insanen Zustand, sage ich mal, mich an den Laptop setze. Und wen habe ich gezockt? 3 Uhr nachts. Singed. So, und habe die Spiele gewonnen, weil der Champion, der ist delicious, ne? Der war einfach, ich habe übel Bock, Singed zu spielen, okay? Ja, wenn ich hier meine alten Let's Plays angucke, ich packe da auch ein paar in die Beschreibung, dann kriege ich jedes Mal Gänsehaut, weil es einfach so schön war. Der hat auf alles geschissen. Singed war einfach übel geil. Wenn seine Laning Phase aktuell nicht so scheiße wäre, dann würde ich den wirklich spielen. Aber damals, seine Base-Werte, seine Tankiness, unschlagbar. Ich kann mich an keinen Champion erinnern, mit dem ich mit so wenig Leben noch so aktiv durch die Gegend gerannt bin. Das ist einfach Deluxe. Ich muss nachher definitiv Singed spielen. Gut, kommen wir nun zur Auflösung des Intros. Das bedeutet zu der Mechanik am Donnerstag. Na, wir haben ja heute einen Tag später. Aber hier kann man, wie gesagt, den guten Zack sehen, der einen sehr, sehr seltsamen Sprung macht. Und dieser Dude hat das Ganze auf Reddit gepostet und erklärt. Denn ihr seid hier in der Lage, euren Slingshot ganz normal zu casten, in der Luft aber eure Lache zu spammen. Na, der Dude hat das Ganze auf X gelegt und in der Luft, da wabbelt er da durch die Gegend. Das ist einfach delicious. Jetzt stellt natürlich eigentlich die Frage, Maxim, warum ist denn das die Mechanik der Woche? Im Prinzip macht das Zack sehr, sehr stark, weil sein Sprung nicht mehr so vorhersehbar ist. Ich habe keine Ahnung, wie weit der fliegt. Normalerweise hast du immer so einen schönen Bogen und kannst wirklich genau berechnen, okay, der landet da und da, das ist total in Ordnung. Aber mit dieser Animation habe ich null Plan, okay? Der landet entweder direkt neben mir oder hinter mir oder auf mir drauf, ich weiß es nicht. Man kann das Ganze natürlich etwas als abusive bezeichnen. Das vielleicht wurde auch disabled, Asi hat, glaube ich, auch diesen Patch getroffen. Aber den Gegner in der Unwissenheit zu lassen, wie weit ihr fliegt, ist als Zack essentiell, okay? Und hier fliegt er halt keinen schönen Bogen, sondern er ist einfach nur wabbelig in der Luft. GG. Wunderschön. Gut, kommen wir nun zur nächsten Kategorie und zwar den Itembild der Woche. Und heute wollen wir uns mit Jhin auseinandersetzen. Da habt ihr auch schon viele Fragen gestellt, was ist denn nun mit Jhin das beste Itembild? Wie hole ich denn den maximalen Schaden raus? Das Ganze könnte man ausrechnen, es macht aber keinen Sinn, weil Jhin natürlich die Utility von den entsprechenden Items benötigt. Das heißt, der Standard ist Infinity Edge, Rapid Fire, Ascent Reaver, Lord Dominix und dann den Scimitar. Aber es gibt auch Varianten, wo du noch einen Phantom Dancer oben drauf packst. Kommt ein bisschen drauf an, ob das Team VCC hat oder nicht. Fakt ist, dass der gute Jhin auf 600, 700 AD kommt. Das Ganze kann man aber noch weiter steigern, okay? Die Frage war schon nur, welches Mastery nehme ich denn? Und das ist auch der Punkt, worauf ich zu sprechen kommen möchte. Denn im Prinzip stehen ihm nicht allzu viele, aber Deathfire's Touch wird nun von den Pro-Playern favorisiert und das hat folgende Gründe. Der erste Grund ist, dass das Deathfire vor nicht allzu langer Zeit gebufft wurde. Das Bonus-AD-Scaling ist einfach in die Höhe geschossen, um mit den anderen Masteries mitzuhalten. Richtige Entscheidung, schön Damage rein. Der Grund aber, warum es nun aktiver gewählt wird, ist die Tatsache, dass vor einigen Patchnotes Jhin's Spells von ihrer Kategorisierung etwas geändert wurden. Das bedeutet, Deathfire's Touch ist besonders stark bei Single-Target-Spells. Ja, dann hält es einfach am längsten. Du kannst natürlich andere Spells verwenden, die kürzer halten, wie zum Beispiel irgendein Gift von Singed. So, das hält einfach länger und damit hat es auch eine gute Duration. Der Schaden der einzelnen Ticks ist ja technisch gesehen immer gleich. Aber bei Jhin wurde das W, wenn es einen Champion trifft, nun als Single-Target-Spell kategorisiert. Und das gleiche gilt für die Ultimate. Solltet ihr eine Ultimate, obwohl die einen AOE-Einschlag hat, treffen, dann kriegt der Gegner die vollen 4 Sekunden drauf. Das bedeutet, mit dieser Mastery oder entsprechend 600, 700 Schaden macht ihr quasi so 70, 80 Schaden pro Sekunde. Nur mit der Mastery. Und dieser Wert, ganz ehrlich, ist ziemlich fucking hoch. Für einige wirkt das vielleicht so klein, aber es ist halt wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Und vor allem kombiniert man viele Dinge damit. Denn das W und die Ultimate haben offensichtlich eine übelste Range. Das bedeutet, solche Spells müssen auch den maximalen Schaden in irgendeiner Form rausbringen. Und mit Deathfire ist das möglich, weil es über 4 Sekunden lang brennt. Das gleiche gilt für die Ultimate. Und Jhin hat halt übelste Nachladezeiten, okay? Die sind gestört. Und wenn du gerade nachlädst, willst du natürlich, dass dein Champion möglichst effizient ist. Und mit Deathfire's Touch macht er extrem viel Schaden, auch wenn er gerade nichts tut. Natürlich vorausgesetzt, er hat vorher als Spells getroffen. Aber das sind quasi die Gründe, warum Deathfire's Touch auf Jhin gespielt werden muss und sollte. Es ist einfach viel zu effizient, gerade im späteren Spielverlauf. Aber es wurde, wie gesagt, super attraktiv, als die Änderung von der Kategorisierung der Spells kam. Na, dass es nun Single-Target ist, ist seltsam, aber gut für Deathfire's Touch.
Alles klar, und nun kommen wir zum Why der Woche. Tja, und in dieser Kategorie kann alles Mögliche landen. Und diesmal ist es erneut ein YouTube-Video, wo ein kleines bisschen damit experimentiert wurde, was passiert, wenn man den Schaden des Gegners senkt. Na, der gute Trundle kann ja Schaden reduzieren und Tryndamere auch. Und hier hat man das Ganze mit einer Orianna getestet und festgestellt, auch wenn ihr Schaden bei minus 60 liegt, na, der ist einfach super low, macht sie immer noch Damage. Und zwar den Damage, den sie als Base-Damage, sage ich mal, hat. Das ist ziemlich verwirrend. Für Maokai gilt übrigens genau das Gleiche. Wenn sein Schaden reduziert wird, macht er mindestens seinen Base-Damage, den er zur Verfügung hat. Das ist ein kleines bisschen verwirrend, aber ihr wisst ja, die Programmierung von LoL, da passt halt Bolognese, Pesto sehr gut dazu. Selax solltet ihr auch unbedingt probieren. Aber wahrscheinlich kann das Spiel nicht handeln, was passiert, wenn jemand negative Werte hat. Ach, heilt man dann den Gegner? Das ist ja sehr ungünstig ja, mit den Auto-Attacks. Aber ich denke, ich hätte es schon fair gefunden, dass der Schaden wirklich bei Null liegt. Also der greift an und es passiert einfach nichts. Dann müsste so eine Null aufploppen. Das Ganze passiert nämlich und ist ein indirekter Nerf, wenn man eine Trundle-Tryndamere-Komposition im Team hat. Ah, die können ja mehrere Leute beißen, beziehungsweise mit diesen super Chicken-Debuff versehen. Ist ein bisschen schade, gibt aber nur 2 von 5 Wise. Denn Tryndamere und Trundle wird man wahrscheinlich sehr selten in einem Team sehen. Aber die Möglichkeit, den Schaden des AD-Carries dramatisch zu reduzieren, ist gegeben. Wird aber vergleichsweise ein sehr hohes Cap haben, denn der Base-Damage ist ja immer noch da. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. War heute wieder eine kleine Sneaky-Folge. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Schaltet heute die LCS ein. Link ist in der Beschreibung. Und noch viel Spaß beim Raid.